Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich am heutigen Donnerstag. Wir sind heute mal wieder bei der EER am Start in ACC, wie jeden Donnerstag Abend. Mittlerweile auch schon in Rennen 7 unseres ACC Lights Out Cup. Im Titel anpasst, dass der auch stimmt. Rennen 7 in Perfekt. Ja, wie immer im Lights Out Cup, der Name ist Programm. Wir fahren bei Nacht. Beabsichtigt. Startzeit im Rennen ist 10 Uhr abends mit zweifachem Multiplikator und 15 Minuten Qualifying gleich. Wir haben jetzt hier erstmal noch 10 Minuten freies Training. Leicht erkältet, deswegen entschuldigt, falls ich zwischendurch mal aus Versehen ins Mikrofon husten sollte. Genau, in Indianapolis unterwegs. Für mich das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwie Rennaction in Indianapolis in ACC jetzt sehe. Sehr, sehr gespannt. Das ist definitiv interessant. Und ja, lass uns doch mal auf den Gesamtpunktestand eingehen. Ich werde den heute nicht teilen, aufgrund dessen, dass einfach die Liste mittlerweile so lang ist, dass die nicht mehr ins Bild reinpasst. Letztes Rennen wurde beendet mit einem, oder besser gesagt gewonnen mit einem Doppelsieg durch die beiden Teamkollegen Freeze Tommy und Yannick Elhoff. Beiden sind richtig gut unterwegs in der Meisterschaft. Das Ganze hier gleich zu lesen. Wir haben aktuell im Meisterschaftsstand Yannick Elhoff auf der 1. Mit 226 Punkten. 21 Punkte dahinter ist der BM02 Ronny, also schon einige Punkte da dahinter. Aber bei die 45, 46 Punkte, die es da pro Rennen geben kann. Entschuldigung, 50 Punkte. 51 Punkte maximal sind es genau. 45 für den Rennsieg. 5 für die schnellste Runde und 1 für. 1 für die schnellste Runde und 5 für die Pole Position. Ist da noch alles drin? der Tommy, der. Ja, das ein oder andere Rennen aussetzen musste, ist auf dem dritten Platz mit 169 Punkten da vorbeigezogen an Dennis R4L mit 167 Punkten auf der 4, Sunshine IG auf der 5, gewertet Watermann auf der 6, richtig guter sechster Platz von ihm. Electrofist auf der 7 mit 118 Punkten, Cremator auf der 8 mit 107 Punkten, Dennis Il Padrino auf der 9 mit 104 Punkten. Heute leider nicht mit dabei. Und der Toastbrot Jay mit 99 Punkten auf der 10. Dann gehen wir mal noch kurz auf die Teamwertung ein. Und da schaut es aktuell sehr gut aus für die Kreisliga-Frikadellen. 395 Punkte. Ganze 100.
Gott. Rechnen. 151 Punkte Vorsprung auf Platz 2 Inertia Orca Esports. Rangiert da. Dann auf dem dritten Platz McBride Racing Team mit 205 Punkten. Die Asphalt Cowboys haben im letzten Rennen 2 Plätze gut gemacht, sind jetzt auf dem vierten Platz mit 186 Punkten. Gurkenwasser GT liegt auf dem fünften Platz mit 170 Punkten. Windward Racing ist da ein bisschen zurückgefallen, liegt jetzt auf E6 mit 167 Punkten. Beinchen Dick Racing auf der 7 mit 133 Punkten. Team Hetzer auf der 8 mit 125 Punkten. Space Lobster Racing auf der 9 mit 118 Punkten. Und die Top 10 komplettiert Burn Smoke Engines mit 99 Punkten. Ja, aktuell haben wir 19 Fahrer auf unserem Server. 5 Minuten Training stehen hier noch vor uns. Steht uns noch bevor. Langhoff mit der schnellsten Runde sitzt in der Boxengasse. Schneider auf der 2 im Audi mit nur 3 Zehnteln Rückstand. Breuer auf der 3. Schellhase auf der 4. Wattermann, Klimchen auf der 5. Holzhausen auf der 6. Lang auf der 7. Auf der 8 haben wir Kühl. Auf der 9 liegt Walcher. Und Groten auf E10. Also doch ein gut gefülltes Feld heute. Vielleicht kommt da noch ein Fahrer mit dazu. Der ein oder andere, dann sind wir auf jeden Fall 20. Und ja, viel unterwegs, gerade Schellhase jetzt sogar vorgefahren auf die 3, nur noch 7 Zehntel Rückstand. Scheint da richtig gut unterwegs zu sein im BMW. Klimchen, der aktuell ja P2 ist in der Meisterschaft, aktuell hier auf 5 liegend im Training.
Die letzten 2 Wochen musste da der Sharky übernehmen. Der liegt hier gerade auf der 6. Und dessen, dass ich im Urlaub war. Dafür nochmal vielen Dank an ihn. Dass immer so gut funktioniert. Auch gleich nur noch 3 Minuten im Training verbleibend. Ah, Entschuldigung, 30 Sekunden, nicht 3 Minuten. Ja, hi Hotzins. Auch dir ein schönes und faires Rennen und viel Erfolg im Qualifying. Auf dass du eine gute Runde in den Asphalt brennen wirst. So, jetzt geht's auch gleich los. Wir haben hier noch ein bisschen Wartezeit, bis die restlichen Fahrer an die Box kommen. Klimchen ist da noch draußen unterwegs. Ja. Das wäre was, wenn es hier noch Schnee geben würde. Weiß gar nicht. 12 Grad. Kann man neuerdings in ACC auch die Jahreszeit einstellen, in der man unterwegs ist. Und Klimchen fährt die Runde hier nochmal zu Ende. Hat er da vielleicht nochmal was gefunden? Ne, einfach nur die Runde zu Ende gebracht. Kühl geht über die Linie und damit wechseln wir hier, springen wir hier direkt ins Qualifying. Machen sich direkt auf den Weg, das Setup bereits vorgeladen. Wir gucken mal, wer denn da vorne mit dabei ist. Kroten da ganz vorne direkt rausgefahren. Nähketten Setup. Fahrzeug ganz hochlegen, so 10 cm Fahrzeughöhe. Damit geht das bestimmt. So, es sind hier schon einige unterwegs. Breuer ist da auch bereits mit dabei. Huch. Hier sogar ein kleines Duell auf der Strecke. Breuer, der wird hier versucht, hier direkt. Er wird wahrscheinlich hier versuchen, an Grüße an die Mama gehen raus. Ich wünsche dir bestimmt alles Gute zum Rennen. Echt eine gute Position. Ausgangsposition fürs Rennen. Oh, da geht's heiß her. In der Positionierung auf der Strecke. Boah, was war denn das? Also so nicht.
bin jetzt hier unterwegs mit Weißelbaum, der ist aktuell an vorderster. Okay, doch nicht mehr unterwegs mit Weißelbaum. Der irgendwie zu ihm kommen, da ist. Zu auf seiner ersten Runde, was er hier vorlegt für die anderen. Ja, irgendwie bei 37, 38 Sekunden im ersten Sektor. Sehr weit, aber ich glaube, das ist mehr oder weniger Ideallinie hier in Indianapolis. In den rechts liegt, da wird für einen kurzen Moment aufs Oval eingebogen, dann geht es nochmal hier rechts weg. Nein, genau. Ich frag mich, ob der. Aber eigentlich müssten die GT3s ja auch mit vollem Schwung hier durch die durchs Oval durchkommen. Jetzt einfach mal. Was würde denn für eine Zeit vorliegen, der Weißelbaum? 1,39,2. Die Runde, die er hier vorlegt, aber da ist Schneider direkt runter. 38,1. Auch Weicher kann das unterbieten. Holzhausen, Andi Brate, sind da viele, die schneller sind. Langhoff 1,36,6. 1,5 Sekunden schneller als Schneider. Setzt hier den Porsche vorübergehend auf P1. Schaut aktuell auf der 8, Koko auf der 7, Rinderer auf der 6, Rose haben wir auf der 10, Waldeck auf der 11 und Ronnie Pony, sehr schön, der hat es doch noch geschafft. Schön, dich hier unterwegs zu sehen, dass es noch geklappt hat. Wechseln mal die Kameraperspektive. Shellhase. Aktuell mit zweitbester Zeit, Kühl mit drittbester Zeit. Schellhase dann nicht ganz so weit weg von Langhoff. Sind zwar trotzdem 7 Zehntel, das ist eine Menge, aber das bringt ihn aktuell auf P2. Oh, jetzt tut sich hier gerade viel. Schellhase verbessert sich auf die 3. Sehr knapp dran an Schneider. An Schneider. Nee, Entschuldigung, was sage ich denn? Schneider hat sich gerade verbessert. Wieder vor Schellhase gefahren. Weicher auf der 4. Kühl damit zurückgefallen auf die 5 vorübergehend. Lang auf der 9. War mal ein bisschen bei Breuer mit. Müssen wir hier wieder durchs Feld hüpfen. Und die Zeit wirft ihn aktuell auf P2. Zweiter Platz hinter Langhoff. 4 Zehntel müssten da dazwischen liegen. Ja, sind es auch. Blümchen fährt vor auf die 5.
Haben wir lang hier an der Box stehen. Ich hoffe, der kann sich hier noch mal verbessern. Ist bei 36,5. Der ist super schnell unterwegs. Der hier hinlegt. Oh, dreht sich jetzt hier leicht ein. Roten aktuell mit der siebtschnellsten Zeit, hat er eine gute Runde hingelegt. Wir haben jetzt noch 6,5 Minuten unterwegs. Gott, heute mein Deutsch ist furchtbar. 6,5 Minuten verbleibend. Steht Langhoff hier, hat sich da verzögert, um Platz zu machen für eine Runde. Schneider, der ist da richtig gut rangekommen. Ein Zehntel nur hinter Langhoff. Das ist jetzt eine Ansage an Heuer und Schellhase. Mittlerweile haben wir Runden von allen 20 Fahrern, 4,8 Sekunden zwischen dem schnellsten und Rose auf der 20. Linderer liegt aktuell, ist jetzt zurückgefallen auf die 10. Da hat sich Andi Brate vorgeschoben und auch Klimchen hat sich verbessert. Nur eine halbe Sekunde Rückstand auf Langhoff. Mann auf der 6. Oh. Andi Brate springt davor auf die 3. Der hat da richtig einen rausgehauen. Super starke Runde von ihm. Oh, was war denn das? Fährt hier in den Weichselbaum rein. Jetzt dreht sich Weißelbaum hier und kollidiert mit Langhoff. Eieiei. Im Qualifying gibt es heute einige Kollisionen. Berührungen zwischen Fahrern. Das scheint hier doch ein bisschen enger zu werden. Klimchen da jetzt. Auch sogar Langhoff hat sich da nochmal ein wenig verbessert. Euer Schellhase konnte da nochmal 3 Zehntel finden. Wir haben jetzt noch 3 Minuten übrig. Groten kommt hier von der Strecke ab. Vielleicht mit Glück noch mit 2 Rädern drauf geblieben. Ich
Man steht an der Box. Weicher startet hier gerade eine neue Runde. Romella hat es jetzt da geschafft, eine gute Runde hinzulegen. Innerhalb von einer Sekunde zu Langhoff. Mittlerweile der Abstand zwischen P1 und 20 jetzt auch auf 3,5 Sekunden gesunken. Also Fahrer rücken da nur noch etwas zusammen. Langhoff steht hier noch an der Box, damit kann der sich hier nicht mehr auf die Strecke begeben, um seine Runde oder beziehungsweise seine bisherige erste Position zu verteidigen. Selbiges gilt für Andi Brate, Schumann, Rindere und Kroko. Für die ist die Zeit abgelaufen, um nochmal rauszukommen. Schneider, der versucht weiterhin daran zu kommen an Langhoff. Ronny Pony verbessert sich, ist jetzt auf der 19. Dann noch ein bisschen Zeit gefunden. Weicher jetzt an der Box. Entschuldigung, das ist Schneider, das ist nicht Weicher. Red Shark ist noch unterwegs im pinken Audi. Dreht sich hier aber weg. Damit auch das Qualifying für ihn beendet. Klimchen, der kommt hier zum Stehen, beendet damit auch sein Qualifying. Man rollt hier noch ein bisschen. Schellhase, der kommt hier nochmal aus der letzten Kurve raus. Versucht die Runde auch zu Ende zu fahren. Was sagt die Uhr? Gibt es da eine Verbesserung? Yes, er holt sich hier die Pole Position. Pole Position für Schellhase im letzten Versuch. Super starke Zeit. Gratulation dazu. Weißelbaum geht über die Linie, keine Verbesserung. Wir haben die Nummer 15, Ronny Pony. Kann der noch mal ein bisschen Zeit gut machen? Ja, 2,7 Sekunden Rückstand. Die 57, Walcher. Keine Verbesserung bei ihm. Dann haben wir noch die 97 mit Waldeck. Und auch die 21, die 7. Ja, Weichselbaum ist schon über den Strich. Also hier noch zwei Fahrer, die noch die Möglichkeit haben, eine Runde hinzulegen. Ne, die 21 kommt rein. Damit Waldeck. Kann der sich nochmal verbessern oder bleibt es bei P18? Ne, bleibt bei P18. Und wir haben Wattermann auf der 1. Pole Position für Wattermann. Gratulation. Da zum Schluss richtig einen rausgehauen. Das war phänomenal. So, jetzt springen wir hier rüber ins Setup, in unsere Startaufstellung fürs Rennen. Die werden wir uns auch gleich anschauen. Wir haben Schellhase auf der 1, Langhoff auf der 2, Schneider auf der 3, Andi Brate auf der 4, Klimchen auf der 5, Breuer auf der 6, Formella auf der 7,
Holzhausen auf der 8. Schumann startet von P9. Weiche auf der 10. Roten auf der 11. Rindere auf der 12. Leider verfolgt die Kamera das jetzt hier gerade nicht so gut. Auf der 13 haben wir Lang. Weißelbaum auf der 14. Kühl auf der 15. Red Shark auf P16. Oko auf der 17. Waldeck auf der 18. Ronny Pony auf der 19. Und Rose auf der 20. Und damit gehe ich nochmal in ein kurzes Päuschen. Kurze Boxenstopp für mich. Nachher im Rennen gibt es zwei für unsere Fahrer hier. Und ich bin gleich wieder zurück. So, da sind wir wieder zurück. Die Fahrer haben jetzt noch eine Minute 20 Zeit, sich aufs Rennen vorzubereiten, ihre Geht, können wir vielleicht jetzt schon wechseln, das wird auch nicht weg. Na gut, wir sind dann jetzt halt schon im Drive-Modus, aber das macht ja nichts. So, besser, etwas besseren Überblick gleich, wenn es dann in Kurve 1 geht. Hab BMW OP, schreibt der. Schreibt Tommy da im Chat. Oh, Rose wird hier zurückgesetzt. Jetzt hat es mir die Kameraperspektive zurückgesetzt. So. Hier. Nein, jetzt bin ich gerade schon wieder.
Also wir starten bei Formella gleich das Rennen, so dann eben auf ein neues. Headset. So das. Mit Formella werden wir uns gleich die Warm-up-Runde anschauen, sowie den Start. Rennen findet ja bei Nacht statt. Wir haben hier zwei Boxenstops. Für beide ist ein Reifenwechsel vorgesehen. Und die dürfen jederzeit in dieser Runde absolviert werden. Das Rennen wird auch im Zeitmultiplikator stattfinden. Das bedeutet, wer für jede Minute, die in-game absolviert wird, die real absolviert wird, vergehen in-game zwei, also die doppelte Zeit. Das heißt, in-game werden hier 2 Stunden vergehen während des Rennens. So, wir befinden uns jetzt hier auf Startziel. Die Fahrer sind durch mit der Einführungsrunde, sind jetzt auch eingereiht in ihren Zweierreihen, Hand in Hand, wie damals im Kindergarten, wird hier langsam dem grünen Licht entgegenspaziert. Grün, das Rennen ist freigegeben und da kommt auch bereits einer der Mercedes richtig gut weg. Roten müsste das, glaube ich, sein. Und auch Langhoff versucht sich da direkt in Position zu bringen, um Wattermann Schellhase zu attackieren. Und Schneider, der biegt da als erster ein. Da gibt es eine Berührung mit Langhoff und auch mit Schellhase. Und dann dahinter auch noch einige Berührungen. Da ist ein Lexus involviert. BMW. Also heute gibt es da doch einige Berührungen. Auch schon zu Beginn des Rennens. Uff. Ist heute arg gefightet. Aber vorne setzt sich Schneider durch vor Langhoff, Formella und Schellhase. Klimchen auf der 5, Kroten mit einem super Start vorgefahren auf die 6. Und die 82 steht da, das ist Lang, der hier innen eingeschlagen ist, hat sich da wohl weggedreht. Könnte vielleicht auch eine Kollision gewesen sein. Wie hier die erste Runde zuging. Die Frage wird jetzt hier sein, kann Schneider sich da absetzen von Langhoff? Ui, was ist denn da passiert? Ah ne, der kommt an die Box rein. War ich immer für einen kurzen Moment verwirrt. Langhoff an der Box. Genau. Schneider bleibt draußen, Formella, Schellhase. Weicher kommt ebenso rein, Rose steht noch immer an der Box. Schumann, der es jetzt hier gegen Red Shark versucht, bleibt da erstmal noch dahinter.
Wellenshausen, der sich hier verteidigt gegen Kühl. Ich werde jetzt noch mal kurz eine Sache machen. Ich noch mal die Sicht anpassen. Ich mag diese nahe Kameraperspektive nicht. Dann gehe ich lieber in die Helicam. Die wird nicht zurückgesetzt in der Box. Klimchen attackiert von Kroten, aber Klimchen kann sich da verteidigen. Andi Brate ist da allerdings auch bereits mit dabei. Mischt sich da ein. Zwei. Oh, was ist denn da passiert? Omella da sehr langsam unterwegs gewesen. Formella, der ist jetzt zurückgefallen, bis auf die Feuer kommt an die Box. Auf die 6 oder 7. Formella ist da wieder vor Bayern an die Brate. Langhoff auf der 17 nach seinem Stop, Balcher auf der 18. Langhoff jetzt auch gleich seinen Stop absolviert. Und Breuer ist ebenso an der Box. Jetzt auch schon bereits wieder unterwegs, aber die Boxengasse hier ist endlos lang in Indianapolis. Eine Weile dauern, bis sie da durch sind. Langhoff, der geht da an Breuer vorbei. Wie schaut's aus mit Walcher? Kann der da noch vorbeiziehen oder muss er sich dahinter einreihen? Nee, Breuer scheint da vor Walcher rauszukommen. Jetzt kommt hier auch der Rest des Feldes angeflogen. Den ersten ein, zwei Runden, wo es hier heiß herging, hat sich so ein bisschen eingependelt. Mal schauen, ob die Fahrer jetzt versucht es ja an die Brate da gut rangekommen, sticht jetzt innen rein gegen Formella. Aber zu schnell unterwegs gewesen. Muss jetzt hier übers Gras wieder zurückfahren. Und verliert jetzt hier dadurch so ein bisschen den Anschluss natürlich auch. Und das Red Shark ein bisschen ran. Der hat Schumann hinter sich, der hier ins Gras fährt. Und das ist die Chance für Rindere hier vorbeizugehen. Ronny Pony ist bereits vorgefahren auf die 12. Es gab noch den einen oder anderen Boxenstopp, aber trotzdem gut durchgekommen. Hat da A-Position gut gemacht. Die beiden Lexus im Fight, Kroko und Holzhausen. Holzhausen da spät auf der Bremse.
Mal Chucky auf P7. Und die Brate hat er da vor sich und Rindere hinter sich. Und da dreht er sich hier über den Körb, verliert er das Fahrzeug. Red Shark fällt zurück hinter Kroko auf die 10. Hat ihn 3 Positionen gekostet. Langhoff aktuell der schnellste auf der Strecke, hat die schnellste Runde hier zurückgelegt. Weichselbaum, der kommt hier etwas ran an Kühl. Der bleibt weiter dran an Klimchen, nur 8 Zehntel Rückstand. Dann die Brate, der versucht es weiterhin hier gegen Formella, versucht es hier mit einem guten Exit. Aber da einen leichten Schlenker hat er da drin, das kostet ihn wertvolle Meter. Schneider jetzt an der Box. Holzhausen auf der 11. Aber Red Shark ist da zu weit weg. Wie gesagt, Schneider an der Box, es wird jetzt interessant, wo er da im Vergleich zu Langhoff rauskommen wird. Wie gesagt, der ist hier dran. An die Brate, der ist hier zurückgefallen, ist jetzt hinter Rinderer. 3 Sekunden jetzt hinter Formella. Oh, und da dreht sich Schumann weg. Eieiei. Ja, die Fahrer scheinen sich hier vielleicht schwer zu tun. Wir haben hier nur 14 Grad und 14 Grad Streckentemperatur auf der Strecke und Luft. Es ist nicht ganz so warm, das sind die Reifen durchaus kalt. Und Langhoff, der ist vorbei an Schneider mit seinem frühen Stopp. Hat er sich da vorbeigemogelt? Kommt vor Schneider zurück auf die Strecke. Das hat er sehr gut gemacht, taktisch da so früh reinzukommen.
geht es weiterhin eng her zwischen P2 und 3 und auch zwischen den Plätzen 7 bis 9. Boko, Red Shark und Holzhausen sind ja dicht beieinander. Seit Red Shark da einen Fehler hatte vor ein paar Runden. Temperatur sogar runtergegangen auf 13 Grad. Red Shark verbremst sich da, trifft Kroko am Heck. Glück gehabt, dass da der Einschlag nicht gravierender war. Mittlerweile ist Ronnie Pony da sogar dran. Auf Platz 10 ist er mittlerweile vorgefahren. Also Ronnie Pony sehr gut unterwegs dafür, dass er hier kaum Training hatte. An die Brat jetzt an der Box. Und der macht hier einen ziemlich schnellen Eindruck. Letztes Mal, das wird nur eine Frage der Zeit sein, bis er verbremst sich hier. Das war sehr knapp. Yeah, da hat Holzhausen Glück gehabt. Kommt rein an die Box. Zu seinem ersten Boxenstopp. Abstand zwischen Schneider und Langhoff ist bei 5,4 Sekunden. Andy Brat, der hat den Stopp jetzt absolviert. Breuer ist da vorbei. Walcher ebenso. Leute, Andi Brate kommt da dahinter raus. Holzhausen, wie gesagt, jetzt drin. Und Groten, der musste ein bisschen abreißen lassen gegen Klimchen. Gespannt, wo Holzhausen da rauskommen wird. Vermutlich hinter Andi Brate. Oh. Roten jetzt hier mit dem Fehler. Also sehr viele, die sich hier verschätzen in der Kurve. Wir sehen viele, die da fast die Kurve verpassen. Die Brate geht da vorbei.
Uish, das war knapp. Groten kommt da ein bisschen raus aufs Gras an der Boxeneinfahrt. Schellhaas jetzt ebenfalls drin zum Stop. Und da haben wir einen Dreher von Holzhausen. Direkt dahinter. Red Shark, der ist jetzt wieder ein bisschen näher rangekommen. Jetzt haben wir viele Fahrer an der Box. Ganze 5 sind jetzt einmal reingekommen. Und Red Shark verbremst sich hier. Bin jetzt gespannt, wo hier unsere anderen Fahrer rauskommen. Ronny Pony, der wird jetzt hier die Boxengasse verlassen. Weichselbaum ist da noch ein bisschen zurück. Roman kommt jetzt rein an die Box. Zurückfallen auf die 16 hinter an die Brate. Mühlwaldeck, Langhoff bereits drin zum zweiten Stop. Muss dann die restlichen 38,5 Minuten ohne Stop durchfahren. Kurz hier die Fahrerperspektive austauschen. USG30 für Schumann, nachdem er hier an der Box war. Wollte ich. Genau. Beamchen an der Box. Walcher ist da dicht hinter Groten. Im letzten 8 und 9 die 2. Langhoff hat schon beide seine Stops jetzt absolviert. Er muss nicht mehr reinkommen. Mittlerweile war auch fast jeder mindestens einmal drin. Nur noch Klimchen, Formella und Kroko, die reinkommen müssen.
Romella jetzt an der Box. Schellhase, der ist da dicht hinter Breuer. 8 Zehntel liegen dann nur zwischen den beiden. Da etwas weiter hinten sind Roten und Walcher. Oh, Roten verbremst sich hier, Walcher kommt durch. Gewinnt da eine Position, damit P7 jetzt für Walcher. Und Kühl, der kommt da langsam näher ran an Holzhausen. Breuer verteidigt jetzt hier die Innenbahn gegen Schellhase, der bremst sich da außen rum. Nicht vorbei, der verpasst hier fast die Kurve. Zu spät auf der Bremse. Breuer bleibt da erstmal vorne. Roten, der bleibt weiter dran an Walcher. Gibt hier definitiv nicht auf. Und auch Schellhase versucht es hier weiter jetzt erneut. Durch die letzte Kurve geht es hier durch. Ist hier wieder dicht dran im Windschatten. Breuer muss hier wieder die Innenseite verteidigen. Schellhase versucht es hier erneut außenrum. Diesmal schaut es hier gut aus, ist da weit vorne. Passen da auf sich und Schellhase geht vorbei an Breuer, holt sich die Position. Damit P4 für Schellhase. Oh, aber da macht er einen kleinen Fehler. Und ich glaube, da kommt Breuer vorbei. Nee. Schellhase kann hier die Position verteidigen, weil ich jetzt an der Box. Liebchen an der Box, Schumann ebenso, um seinen SG30 zu absolvieren. Schellhase da gerade weit draußen gewesen. Jetzt bin ich gespannt, Kroko auch an der Box. Das müsste eigentlich ganz gut ausschauen für Schellhase hier. Da kann er jetzt, wird jetzt Breuer hier gut davon ziehen können. Ronny Pony, der ist dran an Andi Brate. 3 Zehntel zwischen den Zweien.
Beuer kann aber erstmal noch dranbleiben an Shell Hase. Nur wird es eben schwer werden, ihn hier gegebenenfalls zu attackieren. Weicher, der hat jetzt hier Lang vor sich. Yannick Elhoff, ja, Langhoff hier auf der 18 ist da weit zurückgefallen. Also muss wohl ein unplanmäßiger Stopp gewesen sein. Vermutlich sogar mit einem Schaden. Weil er so viel Zeit verloren hat. Weicher kommt jetzt rein. Breuer, der ist weiterhin dran an Schellhase. 8,2 Sekunden zwischen Schellhase und Schneider. Durchfahrtsstrafe für Formella. Oh, Ronny Pony ist da mittlerweile vorbeigekommen an die Brate, hat sich Position 8 geholt. Und Schellhase, der ist zurückgefallen hinter Breuer auf den dritten Platz. Da gab es wohl ein Überholmanöver. Walcher jetzt auf den 19 mit sehr großem Rückstand auf Langhoff. Und Schumann auf der 18 sehr weit hinten. Na gut, Schumann hatte die SG 30. Deswegen sehr so weit zurückgefallen. Schellhase jetzt an der Box zum zweiten Stop. Wechseln mal zu Klimchen. War ein bisschen bei ihm mit. Ja, Michael Waldeck. Jetzt gerade erst gesehen ist da vorhin mal kurz, hatte dann Disconnect, während wir noch auf den Rennstart gewartet haben. Deswegen musste er aus der Box starten. Ja,
Ja, Kroten, der bleibt da weiterhin dran. 2,6 Sekunden, also der lässt sich hier nicht abschütteln. Und Groko und Red Shark jetzt hier im Fight um P7. Lasst euch mal kurz mit den Bildern allein. Ich muss noch mal kurz zu dem ungeplanten Boxenstopp weg.
So, da sind wir wieder. Waren ja zuletzt bei GroKo gewesen. Der scheint sich in der Zwischenzeit vorbei gekämpft zu haben an Red Shark. Er hat 3,3 Sekunden vorne. Wir haben auch schon einige Fahrer, die ihre zweiten Boxenstops absolviert haben. Und ja, wie befürchtet, Langhoff scheint da weit zurückgefallen zu sein. Breuer ist da direkt hinter Schellhase rausgekommen und auch Schneider ist da nicht allzu weit weg davon. Wir warten mal, bis sich hier das Tableau aktualisiert hat. Holzhausen jetzt an der Box, kommt rein zu seinem zweiten Stop. Schumann, der hat noch einen ausstehend. Formella jetzt auch drin, das heißt Klimchen, Ronny Pony, GroKo und Red Shark und Schumann müssen noch einmal reinkommen zum Stoppen. Abreuer, der versucht hier auf der Geraden mitzuhalten, aber keine Chance mit dem Porsche, der ist da einfach zu langsam. Muss das wieder hier im kurvigen Abschnitt aufholen. Breuer ist da vorbeigekommen. Ich habe kurz nicht auf den Screen geschaut. Ich glaube, Schellhase wird da einen Fehler gehabt haben. Weiche, der ist hier dran an Formella. Nachdem dieser gestoppt hat. Ja, auch Weiche muss da viel verloren haben nach dem Stopp. Das hatten wir vorhin ja bereits erwähnt gehabt. Zwar jetzt hier im Zweikampf. Aber Formella kann sich davor erstmal noch durchsetzen. Ja, Schneider scheint hier einen richtig guten Abend zu haben, vor allem jetzt nach dem Wechsel auf den Audi.
Bisher ist er da super stark unterwegs. Heute Nacht. Red Shark jetzt an der Box. Mittlerweile nur noch 16 Minuten verbleibend hier im Rennen. Ronny Pony jetzt auch an der Box, damit noch Klimchen und Kroko ohne Stop unterwegs. Red Shark, der verlässt jetzt hier gleich die Boxengasse. Tausend auf der 13 ist dahinter Red Shark, also Red Shark knapp davor rausgekommen. Und Walcher, der kommt hier aktuell nicht vorbei. An Formella. Gespannt, wo jetzt Ronny Pony rauskommt. Scheint zwischen Langhoff und Rindere rauszukommen, also auf dem 8. Platz. Ronny Pony ist das ein richtig guter Abend, ohne Großübung, da von weit hinten gestartet. Wir schauen mal kurz in den Timetable. Er hatte sich auf P19 qualifiziert gehabt. Kroko jetzt an der Box. Nochmal bei Holzhausen. Jetzt scheint es Walche hier mal vorbeigeschafft zu haben auf der Zielgeraden. Ist er vorbeigekommen? An Formella. Formella, der bleibt hier dran, da verteidigt sich Walcher. Oh, ich glaube, da ist es zu einer Kollision gekommen. Beide sind hier gerade ausgegangen. Ich wechsle für die letzten Minuten mal nochmal die Kameraperspektive auf die Heli-Ansicht. Dann haben wir nämlich immer die Fahrzeuge im Blick. Die ja gerade miteinander kämpfen. So haben wir jetzt hier gerade gar nicht gesehen, was passiert ist. War ich hier erneut
vorne. Klimchen jetzt auch an der Box, damit alle drin gewesen. Jetzt geht's, heißt es für alle. Spurt auf Start und Ziel. 11,5 Minuten verbleibend. Tausende übt hier weiter Druck auf, aus, Druck, übt Druck aus, auf, Red Shark. Ja, Formella muss da einen Fehler gehabt haben, da ist Walcher vorbeigekommen. Hier kein so guter Exit von Walcher, da ist jetzt wieder Formella richtig schnell unterwegs. Und Holzhausen ist da jetzt vorbeigekommen an Red Shark, ist jetzt auf P12 gewertet. Und auch Weißelbaum ist da davor, also da muss es was Größeres gegeben haben zwischen Red Shark und Holzhausen, dass Weißelbaum da an beiden vorbeigeschlüpft ist. War es jetzt gerade eng für einen kurzen Moment. Ich glaube, Walcher und Formella sind da beide leicht an die Bande angeditscht. Während vorne Breuer so langsam den Abstand auf Schneider verkürzt. 3,1 Sekunden ist der Abstand jetzt. Also arbeitet sich hier langsam ran. Aber die Frage wird sein, kann er, wenn er hier dann auch tatsächlich rankommen sollte, auch überholen? Es ist ja mit dem Porsche nicht so einfach hier auf den Langgeraden. Und auch Langhoff verkürzt den Abstand auf Groth, mittlerweile auf 3 Sekunden gesunken. Nichtsdestotrotz, für Schneider wird es hier am heutigen Abend ein richtig starkes Ergebnis werden. Im Stand würde er da ein paar Pünktchen auf Wattermann gut machen. Und Sunshine kommt er definitiv vorbei, der ist ja heute gar nicht am Start. Holzhausen daneben der Strecke. Oh, jetzt versucht Red Shark da innen reinzugehen.
Und Holzhausen verliert erneut das Fahrzeug. Jetzt ist Red Shark endgültig vorbei. Damit die beiden Schweinchen Dick waren auf den Plätzen 11 und 12. Und Langhoff, der verkürzt den Abstand weiterhin auf Groten. 1,6 ist der Abstand jetzt gesunken. Wir haben einen Fahrer verloren. Ja, Kühl ist nicht mehr auf dem Server. Schade, sehr ärgerlich. Und Groten mit einer Durchfahrtsstrafe, da muss es wohl den ein oder anderen Cut in diesem Rennen gegeben haben. Ah, Groten verteidigt sich hier, macht da die Tür zu. Langhoff, der versucht es jetzt hier, sich in eine gute Position zu bringen. Und Groten, der geht hier weit. Langhoff, der zieht da innen durch. Holt sich da die Position. Und Groth, der kommt jetzt natürlich rein, um diese Durchfahrtsstrafe abzusitzen. Sind es noch bei 3 verbleibenden Minuten, 2,6 Sekunden der Abstand vorne zwischen P1 und 2. Langhoff, der hat 12,6 Sekunden Rückstand auf Klimchen. Das wird zu groß sein, um das noch zuzufahren. Holzhausen, der ist hier weiterhin dran an Red Shark. Andernfalls sind die Abstände hier zwischen dem Großteil der Fahrer zu groß.
Ja, Weicher ist da inzwischen rangekommen. 0,8 Sekunden. Und Klimchen, der ist dran. Schellhase muss da wohl einen Fehler gehabt haben. Versucht es jetzt hier auch. Berührung zwischen den beiden Fahrern. Und Klimchen setzt sich da durch in Kurve 1. Ich glaube, Schneider, der ist da bereits über die Linie gefahren. Ich glaube allerdings, wir werden hier noch eine weitere Runde sehen. Oh. Sah für einen Moment so aus, als wäre da ein Fahrer. Nee, es war nur war Breuer. Ich dachte, der wäre da von der Strecke abgekommen, aber der ist da einfach ganz normal auf die weite Linie gefahren. Oh, da kommt jetzt auch Formella wieder ran. Weiche Holzhausen, sonst kriegen wir hier doch noch eine kleine Kampfgruppe. Haben wir hier noch 30 Sekunden. Zeigt Shell Schneider. Ist einer gerade ausgegangen. Geht über die Linie, jetzt sind wir in der letzten Runde. Red Shark, der ist hier zurückgefallen. Den haben wir da auch gerade ausfahren sehen. Holzhausen vor Walcher. Die beiden sind jetzt dicht beieinander. Die Zeit ist jetzt auch abgelaufen. Wir sind jetzt in der letzten Runde. Haben wir hier noch ein Duelle Walcher. Der ist, wie gesagt, hinter Holzhausen. Formella, der ist da auch noch mit dabei. Auch Schneider und Breuer stecken da dahinter. Ja, Weicher scheint da nicht nah genug dran zu sein. Wir gehen mal rüber zu Schneider, der ist hier weiter unterwegs. Hat jetzt noch die letzten zwei Kurven vor sich und dann sollte er das Ganze noch übers... Oder... Wer war das? Holzhausen? Oh Gott, jetzt gibt's hier noch... Nein! Das darf nicht sein. In der letzten Kurve... Gibt es da eine Kollision zwischen, ich glaube, Formella und Holzhausen? Dann wird da Schneider getroffen und Breuer. Breuer hat danach eigentlich ausgeschaut wie der Sieger, nachdem es da Schneider hart getroffen hat. Aber ich glaube, Breuer hat hier Schneider den Sieg überlassen. Also ich glaube, so wollte er sich den Sieg hier wahrscheinlich nicht holen. Schneider holt sich den ersten Platz. Super starkes Rennen hier heute. Gratulation an ihn. Breuer auf der 2. Klimchen auf der 3. Wir haben Schellhase auf der 4. Langhoff auf der 5. Hat sich da wieder gut vorgekämpft nach den... Was auch immer da passiert ist. Ronny Pony auf der 6. Andi Brate auf der 7, wir haben Red Shark bereits gewertet auf der 14, Holzhausen 15, Waldeck 16, Lang 17 und Schumann 18. Rinderer wird auf der 8 ins Ziel kommen. Ja, hier war einiges los heute, viel Geplänkel. Schon im Qualifying ging es da ein bisschen los und jetzt auch im Rennen ging es da ein bisschen weiter. Roten auf der 9, Kroko auf der 10. Weißelbaum wird das Rennen auf der 7 beenden. Auf der 11 mit Start Nummer 7. Walcher, der wird das Rennen auf der 12 beenden. Und Formella auf der 13. Ja, Kühl und Rose. Kühl nicht, hat das Rennen nicht zu Ende fahren können.
Rose ist das Rennen gar nicht erst angetreten und Meyer, der ist nie übers Qualifying hinausgekommen. Beziehungsweise seitdem ich online gewesen bin, hatte ich ihn nicht gesehen. Und das war's. Was ein Rennen hier heute Abend. Viel los gewesen, viele Zweikämpfe. Wow, also da ist hier wirklich viel passiert. Ja, Gratulation an Schneider zum Sieg. Meines Wissens nach auch der erste bei der ER. Also viel Glückwunsch dazu. Definitiv ein gutes Ergebnis für die Meisterschaft, auch für Breuer ein gutes Ergebnis. Der sollte hier, müsste hier seine Führung, ah ne, der ist ja gar nicht in Führung, Entschuldigung, habe ich jetzt verwechselt, hat aber auf jeden Fall auf Yannick Elhoff Punkte gut gemacht, beziehungsweise auf Langhoff, auch auf Liemchen dürfte er da den einen oder anderen Punkt gut gemacht haben. Ja, Langhoff, der baut hier seine Führung zwar nicht aus, aber er bleibt weiterhin komfortabel vorne. Klimchen kommt da ein bisschen ran. Wir werden uns das Ganze nächstes Mal anschauen. Von meiner Seite war es das aus heute Abend. Leider gibt es keine Interviews. Mir ist mein Headset leider kaputt gegangen. Deswegen habe ich aktuell keine Möglichkeit, irgendwie mich im Sprachchat verbinden zu können, beziehungsweise dann zu hören, was im Sprachchat gesprochen wird. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restabend und dann auch bald ein wunderschönes Wochenende. Es war ein sehr interessantes Rennen, viel gab es zu sehen. Nächste Woche geht es weiter am Montag mit dem MSC in der Formel 1 und am Donnerstag ja, nächste Woche Donnerstag wieder mit ACC Lights Out Cup Rennen 8. Kurzer Blick auf den Kalender, das wird dann gefahren werden in Suzuka. Also wie schon gesagt, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Macht's gut, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.